Feuerzeichen geborene Widder, Schütze, Löwe zu einem neuen Reading für Dezember 2021, heute mit einem Auswahlorakel. Schön, dass ihr dabei seid. Abonniert meinen Kanal, wenn euch meine Art gefällt. Klickt auf Abonnieren, auf das Glöckchen und auf alle, um kein Video in Zukunft mehr zu verpassen. Ihr werdet automatisch daran erinnert. Und spürt wie immer mit, die Rollen der Legungen können vertauscht sein und sucht euch jetzt intuitiv bitte einen Stein aus. Die kommen alle von seelenkristalle.com. Wir haben hier einen Erythrin. Wenn euch der anspricht, wählt diesen Stapel. Wir haben einen wunderbar glänzenden Bergkristall. Und wir haben hier einen Lodo. Lied, ja? Wählt jetzt intuitiv einen Stapel und ihr könnt dann unten in der Infobox in den Zeitmarken genau zu eurem Stein, zu eurem Kristall springen. Wir starten mit dem Erythrin. Wie ihr seht, habe ich die Grundüberschriften schon ausgelegt und wir starten mit dem bezaubernden Kartendeck von der Vera Fengler aus Berlin, einer intuitiven Künstlerin, die alle Symbole gechannelt hat, die ihr perfekt zur Wasserübertragung benutzen könnt. Und hier haben wir das Thema der Freude im Raum für alle, die diesen Stapel gewählt haben. Ja? Ihr findet alle Kartendecks immer unten in der Infobox verlinkt. Mit dem Deck Herz verbunden zeigt sich die Fülle, ja? Reichtum darf in dir wachsen und sich im Außen zeigen. Vertraue und zeige deine Größe. Also hier dürft ihr euch hinterfragen im Dezember, ob ihr euch traut, eure wahre Größe zu zeigen, danach zu leben. Dafür bedarf es wahrscheinlich einiger inneren Arbeit. Vom mystischen Momente-Orakel zeigt sich die Bienenkönigin. Ihr werdet im Dezember sehr fleißig unterwegs sein, viel arbeiten, fleißig wie die Bienen, vielleicht sogar wie in einem Volk, sprich Gemeinschaft. Ist es eine Arbeitsgemeinschaft, eine Liebesgemeinschaft, eine Familie? Und hier vielleicht habt ihr eine führende Rolle, da die Königin abgezeichnet ist. Ja? Seid ihr bereit dafür, soll ich euch hier fragen? Zu guter Letzt vom Kaiserinnendeck haben wir, die Kaiserin geht nach innen. Ja? Also hier ist es wichtig, euer Innenleben zu beleuchten, damit ihr in eure Führungsposition kommt und damit in die Fülle. Ja? Wir schauen uns wie immer im kleinen Kreuz und den Zigeunerkarten weitere Details an. Ich bin gespannt, was ich hier für euch zeigen möchte. Wir starten mit der Karte, dem Geschenk. Zeigt ihr eure Talente? Lebt ihr eure Talente und eure Fähigkeiten? Seid ihr euch bewusst, dass ihr das Geschenk für diese Welt seid? Welche Geschenke habt ihr bereit zu geben und könnt ihr empfangen? Vielleicht will euch hier ja jemand beschenken. Auch das ist hier eine Möglichkeit. Es können bereichernde Zeiten im Berufsumfeld sein, in der Familie, in euren Verbindungen mit Freunden. Schaut mal, was hier auf euch zukommt. Und es geht nicht um den Dieb. Hier habt ihr euch offensichtlich aus toxischen Mustern in Verbindungen befreit, von toxischen Menschen oder sprich ihren Verhaltensweisen. Vielleicht hattet ihr auch ständige Angst, dass euch jemand etwas wegnimmt. Hier im Dezember geht ihr in die Fülle. Also hier nimmt euch niemand etwas weg. Was bringt es denn auf den Punkt, das Kind? Hier kann ein Neubeginn im Raum stehen. Ja, oder Geschenke von Kindern oder an die Kinder oder vielleicht ist ein Neubeginn wie ein erfrischender Start, wie ein erfrischendes Geschenk im Dezember, das für euch bereitsteht. Vielleicht geht es beruflich um Kinder oder habt damit zu tun, um Kinder in eurem Umfeld, wenn ihr selber keine habt. Vielleicht erfüllt sich hier auch so mancher Kinderwunsch. Ja? Wir haben ja alle andere Herzenswünsche, die es zu erfüllen gilt.
Wohin führt denn das Ganze? Wow. Ins große Geld. Ihr kommt hier absolut in eure Fülle, finanztechnisch, selbsttechnisch. Ja? Auch euer Selbstwert wird im Dezember wachsen, wenn ihr nach innen geht. Denn die Fülle im Außen zeigt sich immer nur, wenn ihr in eurem Inneren bereit seid, Schatten zu wandeln, und die Freude ist der beste Kompass, wie die erste Karte uns schon mitgeteilt hat. Unter dem Deck haben wir die Reise. Vielleicht möchtet ihr verreisen, vielleicht ist das ein Geschenk, vielleicht wollt ihr ausziehen, auswandern, vielleicht seid ihr beruflich mehr unterwegs als sonst. Jedenfalls ist es eine mega Aufforderung, weiterzugehen und nach vorne zu gehen. Wir schauen uns jetzt nochmal weitere Details aus dem Crowley-Tarot an und bitten die geistige Welt um zusätzliche Einsichten in die bereits gelegten Karten. So, was zeigt sich dann beim Geschenk? Die Prinzessin der Schwerter. Das heißt für mich, dass ihr für die Welt ein Geschenk seid mit eurem kreativen Denken, das ihr dann auch umsetzt. Das Schwert steht dafür, dass ihr euer Denken in die Tat umsetzt, dass ihr Worte sprechen lasst, dass ihr Handlungen sprechen lasst, und zwar in sehr kreativer Art und Weise, in einer spritzigen Weise. Die Prinzessin ist jung, die Prinzessin ist noch keine Königin, sie ist mutig, kreativ und hat einen super Hausverstand. Ja? Das kann euer Geschenk sein oder ihr habt es mit so einer Person zu tun. Es geht nicht um die 8er Münzen. Vielleicht ist hier die Zeit noch nicht ganz reif, die Ernte einzufahren. Vielleicht ist es auch nicht eure Gabe, alles genau zu planen und zu managen. Und ihr seid euch damit selber lieb, weil ihr mir nicht meint, vielleicht gut genug zu sein. Oder vielleicht bekommt ihr hier ja auch Hilfe vom Außen. Ihr müsst ja nicht alles alleine machen. Ja? Vielleicht seid ihr diese Prinzessin der Schwerter, vielleicht kommt sie auf euch zugerittert, weil wir ja die Reise haben. Ja? Dann haben wir die 6er Kelche. Hier haben wir Wohlgefallen, emotionales Wohlbefinden durch einen Neubeginn, durch eure Kinder. Vielleicht gehen ja auch die euch hier zur Hand, unterstützen euch. Ja? Hier auf alle Fälle geht es um emotionalen Reichtum. Der kommt aus eurem Inneren und das kann sich nicht anders wie im Außen in der Materie zeigen. Und hier haben wir den Ritter der Schwerter in Kombi mit dem großen Geld. Vielleicht unterstützt euch hier ein Ritter, ein König, der schon mehr Erfahrung hat, zu diesem Geld zu kommen, oder es spricht für euren männlichen inneren Anteil, der hier wächst und gedeiht und straight seinen Weg geht, straight seine Entscheidungen trifft. Also, vielleicht habt ihr hier ein gutes Vorbild, von dem ihr lernen könnt, oder ihr eignet euch ganz einfach selbst diese Eigenschaften an. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Worten inspirieren und danke euch für euer Dabeisein. Wir gehen weiter mit dem Bergkristall und starten mit den Grundüberschriften, die ich im Vorfeld ausgelegt habe. Wir starten mit dem Mega-Symbol-Deck von der Vera Fengler aus Berlin mit dem Thema Reinigung deiner Lebenstiefen. Diese Künstlerin hat die Symbole gechannelt und für uns ein Kartendeck gezaubert, das ihr super zur Wasserübertragung nutzen könnt, und ihr findet die Decks wie immer unten alle verlinkt. Also hier geht es hauptsächlich um ein starkes Reinigungsthema. Vom Deck Herz verbunden begleitet euch der Erzengel Uriel. Du bist auf dem richtigen Weg, wir stehen dir zur Seite und bringen Kraft, Ausdauer und Inspiration. Ja? Vielleicht ist hier auch das Wurzelchakra zu reinigen, denn dort kommt unsere Urkraft her und Uriel wird euch hier begleiten. Vom mystischen Moment der Orakel zeigt sich die Magierin.
eine meiner Lieblingskarten. Ja? Ihr habt hier magische Fähigkeiten, ihr könnt hier visualisieren, eure Wünsche in die Materie umsetzen. Ja? Das ist hier der wichtigste Schritt für euch im Dezember, wenn ihr euch für den Bergkristall entschieden habt. Vom Deck der Kaiserin zeigt sich, die Kaiserin entscheidet selbst. Also ihr dürft euch hier von Fremdeinflüssen befreien. Ihr selber wisst am besten, was euch gut tut, was euch schadet. Also handelt dementsprechend. Seid Ausdauer. Ja? Die braucht ihr hier. Ihr habt Inspiration und reinigt euch immer wieder von Situationen, Menschen, Umständen, die euch nicht gut tun. Und wir schauen in das Zigeunerkartendeck, ins kleine Kreuz, welche Details ich hier für euch verstecke. Das Geschenk, also ich mische die Karten jedes Mal neu, sei es bei den Luftzeichen wie auch jetzt bei den Feuerzeichen. Das kommt so häufig. Es ist die Zeit, eure Talente, eure Geschenke in die Welt zu tragen, euch damit zu zeigen und nicht mehr damit Verstecken zu spielen. Ja, zeigt eure Größe, eure Talente werden gebraucht. Es kommen bereichernde Zeiten auf euch zu. Vielleicht wollt ihr Geschenke machen, könnt ihr sie aber auch annehmen? Das soll ich euch hier fragen. Die Geschenke können sich natürlich in allen Lebensbereichen zeigen. Privat, beruflich, in Verbindungen jeglicher Art. Und hier geht es nicht um den Geliebten. Ja? Vielleicht dürft ihr euch hier mal auf die erste Position setzen und nicht euren Geliebten. Der Geliebte kann ein Herzensfreund sein. Das kann ein Partner sein, ein Sohn, egal, eine geliebte männliche Person. Die spielt im Dezember hier für euch keine Rolle und es geht hauptsächlich um den Dieb. Vielleicht ist hier genau diese männliche Person ein Dieb in eurem Umfeld, dann geht es vielleicht darum, euch als Geschenk zu sehen und euch auch dementsprechend dann zu verhalten. Hier werden toxische Verbindungen gesäubert. Ihr solltet selbst entscheiden, also vielleicht gebt ihr die Entscheidungskraft viel zu gerne ab, dann nehmt das Zepter in der Hand. Die Kaiserin weiß, wie das geht. Ja? Wohin führt denn das Ganze? In den Tod? Hier geht es eventuell um eine Trennung, auf alle Fälle um eine riesige Transformation. Es kann hier auch um Loslassprozesse gehen, wie am Anfang schon erwähnt, alles, was euch nicht mehr gut tut, davon dürft ihr euch trennen, da dürft ihr euch einfach reinigen. Ja? Das können auch immer eure eigenen Schattenthemen sein, die euch im Außen gespiegelt werden. Ja? Hier ist eine wichtige Reinigung im Gange. Der Tod spricht ja dann auch immer wieder von einer Neugeburt. Ja? Und wir haben unter dem Deck das Kind. Hier kann es um eure Kinder gehen, um die Verbindung zu euren Kindern. Vielleicht auch um innere Kindheilung von euch selber. Es kann um frische Neustarts gehen. Oder ihr habt vielleicht beruflich mehr mit Kindern zu tun als sonst. Diese Möglichkeit besteht hier auch. Wir bitten nun die geistige Welt um letzte Details aus dem Crowley Tarot für die bereits gelegten Karten. Ich bin gespannt, was ich hier für euch noch zeigen möchte. Was sagt sich beim Geschenk? Die Prinzessin der Kelch. Hier dürft ihr, wenn ihr diesen Stapel gewählt habt, vorsichtig sein, wie ihr mit euren Emotionen umgeht und mit dem Thema der Manipulation. Seid ihr die, die manipulieren, dass sie immer das erreichen, was sie bekommen, oder ist es umgekehrt? Ja? Und hütet euch hier vor emotionalen Ausbrüchen. Die Prinzessin der Kelche unterstützt euch dabei, bei euch selbst zu bleiben und euch selber treu zu bleiben. Ja? Und ihr dürft hier lernen, dass eure Gefühle Geschenke sind und euer Wegweiser sind. Ja? Fühlt sich etwas
weit an oder fühlt sich etwas sehr eng an? Ja? Spürt mal nach in bestimmten Situationen, wie es euch eure Gefühle deuten. Ja? Nicht zu verwechseln mit emotionalem Drama, bitte. Dann haben wir beim Geliebten die Karte der 6. Kelche. Hier wünscht ihr euch vielleicht emotionalen Reichtum mit dem Geliebten. Darum geht es hier leider nicht. Vielleicht wünscht sich's auch der Geliebte und er bekommt nicht das, was er will. Wie anfangs gesagt, bitte schaut, in welchen Rollen ihr euch hier wiederfindet. Dann haben wir den Ritter der Schwerter beim Dieb. Vielleicht geht es hier darum, dass dieser Mann mit Biegen und Brechen alles bekommen möchte und er greift so manch dubioses Mittel. Ja? Hier kann es sein, dass einmal jemand auf euch zustürmt und es ist kein Wohlgefallen für euch. Es kann aber auch sein, wenn hier jemand toxische Verhaltensmuster an den Tag legt, dass ihr das Schwert in die Hand nehmen dürft und sagt, so nicht meine Liebe. Ja? Hier ist es wichtig zu verstehen, in welcher Rolle das ihr euch befindet. Es kann aber hier auch sein, dass beide Seiten manipulieren, weil ihr es in der Kindheit nicht anders gelernt habt. Wenn wir als Kinder mit stark manipulativen Eltern groß werden, kann es sein, dass wir uns das zu eigen machen und es kann auch sein, dass es uns sehr lange nicht bewusst ist. Schaut mal, mit wem ihr es zu tun habt und was in eurem Inneren so mit euch passiert. Wohin führt das Ganze? Beim Tod zeigt sich der Baum der Ernte, die 8 der Münzen. Das ist eine mega Erntekarte, eine mega Organisationskarte, super Management, deutet auf Jungfrau geboren hin. Ja? Also entweder ist hier ein Wandel zugange in eurer Organisation, in eurer Ernte und ihr kommt endlich dahin. Oder ihr dürft hier davon loslassen, immer bis alle. Ihr dürft davon loslassen, immer alles bis ins kleinste Detail zu planen, weil es das Leben besser weiß, dass ihr euch vielleicht mehr öffnen dürft, dem Leben vertrauen dürft. Ja? Es kann aber auch sein, dass euch diese Transformation in die Ernte bringt. Dadurch, dass es kollektive Legungen sind, wird das sowieso für jeden von euch anders ausfallen. Ich hoffe, meine Worte konnten euch inspirieren und danke für euer Dabeisein. So, wir gehen jetzt weiter mit dem Lodolith. Welche Grundüberschriften, die ich im Vorfeld gezogen habe, möchten sich hier zeigen? Einmal die Liebesaktivierung deines Seelenherzens. Dieses zauberhafte Werk ist von der Vera Fengler, einer intuitiven Künstlerin aus Berlin, die diese Symbole gechannelt hat und auf ein super Kartendeck gezaubert hat und ideal, es eignet sich idealerweise auch für die Wasserübertragung. Für alle, die sich hier für die Decks interessieren, die führe ich immer in der Infobox an mit Link. Beim Deck Herz verbunden zeigt sich der Erzengel Michael. Wir stehen dir beschützend zur Seite und sorgen für Gerechtigkeit. Wir verleihen dir den Mut und die Kraft, welche du benötigst. Ja? Ruf dir immer wieder Erzengel Michael zu Hilfe, wenn ihr nicht mehr weiter wisst. Aus dem mystischen Moment der Orakel zeigt sich das schützende Nest. Eine Frau mit einem wunderbaren Nest auf dem Kopf mit einem Federkleid. Hier seid ihr aufgerufen, euch selber ein Nest zu bauen oder in euren Verbindungen ein angenehmes Nest zu bauen. Ja? Jeder auf seine Weise. Und dass ihr das beschützt, was euch lieb ist in eurem Nest. Was zeigt sich bei der Kaiserin? Die Kaiserin genießt ihre Faulheit. Ja, hier haben wir eine wahre Venus in ihrem Garten auf dem Schaukelstuhl liegen. Also
macht ab und zu Pausen im Dezember mit diesem Stapel, seid ihr gerade dazu aufgefordert. Ja? Also trotz Faulheit kann Gerechtigkeit auf euch zukommen. Ihr müsst nicht immer dafür kämpfen. Ja? Und wir hatten hier das Thema, die Liebesaktivierung vom Seelenherz. Ja? Ihr werdet hier immer mehr euren Seelenweg bestreiten. Ich bin jetzt gespannt, was sich in den Zigeunerkarten für die Dice für euch verstecken. Wir starten mit der Reise. Vielleicht geht es im Dezember auf Reise. Auf alle Fälle geht es nach vorne und nicht zurück. Ja? Sattelt eure Pferde. Vielleicht seid ihr hier beruflich sehr viel unterwegs. Oder es kann auch für einen Umzug oder die Idee auszuwandern im Raum stehen. Ja? Vielleicht besucht ihr hier aber auch liebgewonnene Menschen oder ihr bekommt hier viel Besuch im Monat Dezember. Worum geht es denn nicht? Um die Gedanken. Ihr dürft hier immer wieder aus euren Hamsterrädern aussteigen, vielleicht auch aus eurem Wissen aussteigen, um der göttlichen Inspiration immer näher zu kommen, die euch viele Botschaften schicken wird, wenn ihr der Quelle vertraut. Ja? Oder seid ihr immer nur im Gedankenfeld gefangen? Es kann auch dafür stehen, dass es nicht um einen jüngeren Mann geht. Auch das kann hier sein. Ja? Was bringt es denn auf den Punkt? Die Treue. Im Dezember wird Loyalität wichtig, Freundschaften, loyale Verbindungen, egal wo, im privaten, im beruflichen Umfeld, vielleicht auch in eurem Wohnumfeld. Und eure Werte sind hier gefragt, dass ihr euch selbst treu seid. Ja? Essentiell für Dezember. Wohin führt denn das Ganze? Zum Thema etwas Geld. Sein aufgedeckt, wo es sich auch noch verstecken mag. Es kann sein, dass der Geldfluss läuft, nicht im großen Stil. Vielleicht heißt es auch, dass ihr mit weniger Geld als normalerweise gut zurechtkommt. Ja? Es ist auch eine Aufforderung, sich in Geduld zu üben und mit kleinen Schritten zum Erfolg zu gelangen. Was zeigt sich hier unter dem Deck? Die Botschaft. Hier seid ihr im Dezember offensichtlich aufgerufen, in die Kommunikation zu treten. Ja? Ich möchte mir heute für euch auch noch in den Crowley Tarotkarten einige Details anschauen, die sich hier noch für euch zeigen möchten. Was zeigt sich denn bei der Reise? Die Königin der Münze. Ihr Lieben, das ist eine Reise in die Fülle, offensichtlich. Denn die Königin der Münzen akzeptiert keine Dürre der Wüste mehr, die lässt sie hinter sich. Und auch das ist eine Aufforderung, mit kleinen Schritten zum Erfolg zu gelangen, wie es die letzte Karte der Zigeunerkarten bereits gesagt hat. Super! Es geht nicht um die Liebenden, ja? In Kombination mit den Gedanken. Vielleicht macht ihr euch hier zu viele Gedanken in Sachen Liebe, in Sachen Liebesverbindung. Vielleicht seid ihr auch zu viel im Kopf, was die Liebe anbelangt. Also zu viel im Kopf statt im Herzen. Ja? Es kann auch sein, dass es hier nicht mehr um Dreieckskonstellationen geht, denn die Karte spricht auch dafür. Normalerweise geht es hier auch sehr stark um Gleichgesinnte, um Co-Kreation und ihr macht euch dann nicht mehr so viele Gedanken und öffnet euch mal dafür, dass die Sachen auch mal laufen dürfen, dass ihr immer wieder faul sein dürft, wie die Kaiserinnenkarte euch mitteilt.
Was bringt es denn auf den Punkt, die Prinzessin der Schwerter in Kombi mit der Treue? Hier werdet ihr viele kreative Ideen haben, die ihr vielleicht mit Freunden umsetzen könnt, oder wenn ihr euch selber treu seid, dann werdet ihr ausreichend Mut besitzen, genau diese kreativen Ideen klar in die Welt zu setzen. Die Schwerterenergie spricht auch immer sehr stark für klare Handlungen, klare Worte. Wir haben ja hier auch die Botschaft liegen, ja? Also Klarheit will in den Raum kommen und die kommt immer aus der Seele, aus eurem wahrsten Wesen. Also sorgt dafür, dass es auch so kommt. Wohin führt das Ganze? In die Zehen der Kelche. Hier werdet ihr euch emotional am Ende des Weges so richtig erfüllt fühlen. Ja, das freut mich. Hier ist vielmehr das Gefühl ausschlaggebend. Und weil ihr in emotionale, in gefühlvolle Fülle kommt, wird sich hier auch im Außen das in die Materie umsetzen lassen. Ja? Vielleicht habt ihr hier auch eine Königin an eurer Seite, wenn es nicht für euch spricht, die euch hier mit Rat und Tat unterstützt. Das kann auch eine Frau in eurem Umfeld sein. Ja? Gut, ich hoffe, dass euch hier meine Worte einige Impulse in den Raum stellen konnten und danke für euer Dabeisein. So, hiermit möchte ich abschließen, mich bei euch bedanken für eure Teilnahme, für jeden Daumen hoch, für jedes neue Abo, das eingeht, für all eure lieben Kommentare, für private Legungen und freiwillige Spenden. Findet ihr die Infos wie immer unten in der Box und ich freue mich schon fürs nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Sandra.